Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur High-Level-Veranstaltung Ausbreitung und Bekämpfungsstrategien gegen Corona in der Welt. Ich begrüße Sie zu dieser virtuellen Veranstaltung, die ich im Namen des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung heute sehr gerne moderiere. Mein Name ist Birgit Pickel. Ich bin seit 2019 Unterabteilungsleiterin hier im BMZ und zuständig für die Themen globale Gesundheit, Pandemieprävention und One Health. In den nächsten 3,5 Stunden begleite ich Sie sehr gerne durch diese Veranstaltung. Lassen Sie mich an dieser Stelle auch sehr herzliche Grüße unseres Bundesministers Dr. Gerd Müller übermitteln. Leider ist es ihm heute nicht wie geplant möglich teilzunehmen. Frau Dr. Flachsbart, unsere parlamentarische Staatssekretärin, wird ihn vertreten. Unserem Minister ist es dennoch ganz wichtig, dass die Veranstaltung wie geplant läuft, denn das Thema One Health steht hoch auf der Agenda. Wir sprechen heute darüber, was uns der Umgang mit der aktuellen Covid-19-Pandemie lehrt und welche Schlussfolgerungen wir daraus ziehen und was wir gemeinsam lernen können. Wir möchten dabei einen besonderen Fokus auf das Thema One Health legen. Dieses Thema ist vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Pandemie nur noch wichtiger geworden. Es hat an Bedeutung gewonnen. Vielleicht war es vorher ein Spezialthema, aber das ist nicht mehr der Fall. Wir stellen daher heute die Frage, was verstehen wir unter One Health? Wie wird das Thema umgesetzt? Und wo muss noch mehr getan werden? Bevor wir starten, möchte ich gerne noch einige wenige organisatorische Hinweise geben. Erstens, ans Publikum, Ihre Fragen können Sie jederzeit schriftlich an uns senden. Zweitens, diese Veranstaltung besteht aus 2 Teilen von jeweils 90 Minuten. Wir beginnen mit dem ersten Teil, machen dann 30 Minuten Pause und dann folgt der zweite Teil. Im ersten Teil werden wir diskutieren, mit welchen Maßnahmen wir bisher auf die Covid-19-Pandemie reagiert haben. Dabei wollen wir uns fragen, welche Rolle hat der One Health-Ansatz bisher gespielt und wie können wir ihn nutzen, um künftig besser auf Pandemien zu reagieren. Wir hören in den ersten 90 Minuten Redebeiträge von unserer parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Maria Flachsbart, von Herrn Generaldirektor Dr. Tedros, Generaldirektor der WHO, von Professor Christian Drosten, Leiter der Virologie der Charité Berlin, von Professor Thomas Mettenleiter, Leiter des Friedrich-Löffler-Institutes, von Herrn Dr. Eckart von Hirschhausen, unserem SDG-3-Gesundheitsbotschafter des BMZ. Und abschließend hören wir noch Beiträge von Frau Dr. Susanna Jacob, das ist die stellvertretende Generaldirektorin der WHO, und von Dr. Monique Eloi, der Generaldirektorin der Weltorganisation für Tiergesundheit. Herzlich willkommen an Sie alle an dieser Stelle. Im zweiten Teil setzen wir unsere Diskussion fort und werden etwas operativer. Hier soll die Frage im Vordergrund stehen, wie wir künftig auf Pandemien reagieren bzw. auch zur Pandemieprävention beitragen können. Wir werden lernen, was die schnell einsetzbare Expertengruppe Gesundheit, die SEEG, macht, die in der Pandemie vor Ort ganz konkret zusammen mit unseren Partnern aktiv wird. Anschließend folgt noch eine weitere Expertendiskussion und Expertinnendiskussion mit Beiträgen von Herrn Elhadi Assay von der Kofi Annan Foundation, mit Herrn Dr. Ahmed Umar vom Afrikanischen Zentrum für Seuchenbekämpfung, dem African Center for Disease Control, Frau Dr. Andrea Amon, dem Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten, sowie mit Dr. Soumya Swamitan von der WHO Chief Scientist. Sie sehen also, wir haben ein buntes, ein sehr vielfältiges Programm mit sehr hochrangigen und bekannten Teilnehmenden. Wir freuen uns sehr auf die Inhalte und die Beiträge. An dieser Stelle mein Appell, dass Sie sich bitte an die Zeit halten, damit wir auch gut durch diese 3,5 Stunden heute gemeinsam durchkommen. Jetzt geht es los. Ich erteile das Wort unserer parlamentarischen Staatssekretärin, Frau Dr. Maria Flachsbart. Exzellenzen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, Corona lehrt uns, wir sind nur so widerstandsfähig wie der schwächste Teil der globalisierten
Gesellschaft. Da, wo Gesundheitssysteme durch Masseninfektionen überlastet sind, Menschen schutzlos sind, sind Kontaktsperren und Lockdown zwangsläufig. Mehr als 43 Millionen Menschen sind weltweit infiziert, 1,2 Millionen verstorben. Das sind ungefähre Zahlen, genauer haben wir schlicht nicht. Die Pandemie infiziert Gesellschaften an ihrem verwundbarsten Punkt, besonders natürlich in den vulnerablen Bevölkerungsschichten, und steckt vor allen Dingen in den Entwicklungsländern Wirtschafts- und Sozialsysteme an. Es ist eine Gesundheits- und eine Armuts- und eine Hungerkrise. Wer arm ist, hat ein 30% höheres Risiko, an Covid-19 zu sterben. Auch weil Vorsorge, weil Impfkampagnen unterbrochen werden, weil die Behandlung chronisch Kranker ausgesetzt ist. Allein in Afrika fürchten wir, dass es 1 Million zusätzlicher Tote durch Malaria, durch HIV und Tuberkulose gibt, weil die Durchimpfrate 2020 in den Entwicklungsländern auf einem historischen Tiefstand ist. Die Gates-Stiftung sagt, in 25 Wochen sind wir um 25 Jahre zurückgefallen. Es gibt mehr Tote möglicherweise durch indirekte als durch direkte Covid-19-Folgen. Wir in der Deutschen Entwicklungszusammenarbeit aus dem BMZ reagieren mit einem Corona-Sofortprogramm in Höhe von 4,1 Milliarden Euro für 2020 und 2021. Der erste Schwerpunkt ist dabei ganz ohne Zweifel, die Gesundheitssysteme zu stärken über die schnell einsetzbare Expertengruppe Gesundheit. Das klang gerade schon an. Im zweiten Teil unserer Veranstaltung werden wir mehr über diese Organisation hören, wo wir eng mit der Charité, mit dem Bernhard-Nocht-Institut, aber in Zukunft hoffentlich Professor Mettenleiter auch mit dem FLI zusammenarbeiten. Wir haben zum Beispiel 1,4 Millionen Corona-Tests der Afrikanischen Union zur Verfügung gestellt. Wir helfen beim Aufbau von Labordiagnostik in Peru, in Kolumbien, Ecuador, Benin oder Namibia. Wir unterstützen Menschen im Jemen durch die Beschaffung von medizinischem Equipment, in Syrien durch die Stärkung von Hygienemaßnahmen und Gesundheitssystemstärkung sowie lokaler Beschäftigung, zum Beispiel in Bangladesch. Wir arbeiten mit Privaten zusammen und hebeln dadurch auch private Mittel. In Südafrika haben wir zum Beispiel Krankenhauskapazitäten geschaffen, gemeinsam mit VW und BMW. Wir stocken aber auch die Mittel für die allgemeine Gesundheitsversorgung auf und arbeiten dabei eng mit unseren etablierten Partnern zusammen, die da sind, die WHO, Gavi, GFATM, UNFPA, also den Weltbevölkerungsfonds, aber eben auch mit der OIE, Madame Eloi. Bezüglich der WHO kann ich sagen, dass die Bundesregierung ihren Beitrag 2020 auf 500 Millionen Euro erhöhen wird aus dem Haushalt des BMG. Das ist ganz besonders wichtig, weil sich als großer Zahler die USA aus der Finanzierung, wie Sie wissen, verabschiedet haben. Bei Gavi haben wir eine Zusage von 600 Millionen Euro für den Zeitraum 21 bis 25 und darüber hinaus hat die Bundeskanzlerin weitere 100 Millionen Euro für die Corona-Bekämpfung angekündigt, die auf unserem Haushalt des BMZ stammen werden. GFATM, der Global Fund, sind wir einer der größten Geber zur Bekämpfung von AIDS, von Tuberkulose und Malaria. Wir haben 150 zusätzliche Millionen Euro zur Verfügung gestellt und damit einen Beitrag von insgesamt 1,15 Milliarden in der Finanzierungsperiode 2020 bis 2022. Und auch beim Weltbevölkerungsfonds haben wir Mittel aufgestockt von 40 auf 70 Millionen Euro, weil wir wissen, dass gerade auch in der Frage Verhütungsmaßnahmen, Bekämpfung sexuell übertragbarer Krankheiten große Defizite jetzt gerade in der Corona-Zeit bestehen. Und wir werden enger, noch viel enger, intensiver zusammenarbeiten mit der OIE, um den One Health-Gedanken auch in den entsprechenden Richtlinien noch besser zu verankern und vor allen Dingen auch die Zusammenarbeit der Tripartit, also der Zusammenarbeit von WHO, von FAO und von OIE stärker zu fördern. Die Bundesregierung stellt darüber hinaus den Entwicklungsländern den Zugang zu Covid-Impfstoffen, wenn es sie denn geben sollte,
sicher durch die internationale Plattform angesiedelt bei der WHO, unterstützt von Gavi, der sogenannten COVAX-Plattform. Ziel ist es, die weltweite Bereitstellung von 2 Milliarden Covid-19-Impfstoffdosen bis Ende 2021 und 1 Milliarde davon soll den engsten, ärmsten Ländern der Welt zukommen. Der zweite Schwerpunkt, den wir haben, außer dem gesundheitlichen Schwerpunkt, ist ohne Zweifel der wirtschaftliche und soziale Verheerungen abfedern sollen. 500 Millionen, so haben wir die Sorge, Jobs werden verloren gehen, 115 Millionen Menschen in zusätzlicher Armut landen und Armut macht Menschen krank. Wir müssen vor allen Dingen Ernährung sichern. 100 Millionen zusätzliche Menschen leiden an Hunger zu den 690 Millionen, die es schon vor Covid gab. Und deshalb haben wir auch den Beitrag zur Welthungerhilfe in 11 Ländern aufgestockt. Wir helfen, dass Jobs gesichert bleiben durch Lohnfortzahlungen, dadurch, dass Schutzkleidung genäht wird, zum Beispiel in Bangladesch oder aber auch in Äthiopien. Und wir stabilisieren Staaten durch Kredite und Moratorien bei der Weltbank, beim IWF und gemeinsam in der G20-Initiative. Was wir aber insbesondere machen, ist, dass wir einen besonderen Schwerpunkt legen, jetzt neu auf die Frage One Health, auf die Zusammenhänge der Gesundheit von Mensch, von Tieren und von Umwelt. Das hat uns diese Covid-Pandemie gezeigt, wie notwendig es ist, da tatsächlich einen holistischen Ansatz zu haben und die unterschiedlichen Zusammenhänge tatsächlich zusammenzuführen. Es gibt dafür zwei entscheidende Ansätze. Auf der einen Seite, Humanveterinärmediziner und Ökologen müssen besser zusammenarbeiten, intersektoriell müssen mehr Informationen teilen. Auch deshalb haben wir die neue Unterabteilung etabliert. Frau Pickel leitet sie, um die Ansätze, die wir bislang schon hatten, natürlich im Bereich Humangesundheit, im Bereich Landwirtschaft/Tierhaltung, im Bereich Ernährung, im Bereich Wasser- und Abwassermanagement besser zusammenzufügen und dadurch effizienter zu werden. Wir werden Umweltschutz, verbesserte Tierhaltung, nachhaltige Ernährungssysteme, sichere Lebensmittel, um die Übertragung von Zoonosen zu vermeiden, aber auch den besseren Zugang von sauberem Trinkwasser, von Abwassermanagement, aber auch die Frage von Aufklärung und Verhaltensänderung besser zusammenführen und in unseren einzelnen Aktivitäten in den Projekten implementieren. Wir investieren aber auch 150 Millionen Euro in internationale Kooperationen für bessere Früherkennung und bessere Kontrollen und mehr Forschung. Wir haben, darauf sind wir ein wenig stolz, gemeinsam mit dem Internationalen Tierforschungsinstitut ILRI in Nairobi vor 5 Tagen ein One Health Center gegründet, ORECA, One Health Research, Education and Outreach Center for Africa. Mit einem Volumen von 8 Millionen Euro unterstützen wir es und es sollen Gesundheitsprobleme der Sektoren Mensch, Tier und Umwelt ganzheitlich angegangen werden. Das bringt mich zu einem zweiten Ansatz von One Health. One Health, One Future, das heißt Umdenken. Wir sind es, die in die Ökosysteme des Planeten eingreifen und damit Biodiversität und unsere eigene Gesundheit schwächen. Wir haben gelernt im Rahmen der Covid-19-Pandemie, dass diese Emerging Diseases, diese neuen Erreger von Wildtieren auf den Menschen überspringen können, wenn wir diesen Wildtieren zu nahe kommen, dadurch, dass wir in ihren Lebensraum eindringen, dadurch, dass Bushmeat verzehrt wird. Die Erreger kennen wir, SARS, MERS, Covid-19, Ebola, all die kommen aus dieser Ressource und von daher wollen wir dort mit einem Aufbau einer neuen internationalen Allianz gegen Gesundheitsrisiken im Handel mit Wildtieren und Wildtierprodukten gemeinsam mit dem Bundesumweltministerium und internationalen Organisationen uns dafür einsetzen, dass dieser Handel stärker reguliert wird, zurückgeführt wird. Mit einem neuen internationalen Naturerbefonds, dem Legacy Landscape Fund, werden wir mit anderen öffentlichen und privaten Geber, zum Beispiel mit der UNESCO, Schutzgebiete in Entwicklungs- und Schwellenländern von herausragender Bedeutung für globale Biodiversität langfristig absichern und werden dabei zugleich an die Menschen denken, die in unmittelbarer Umgebung leben und von den
von diesen Regionen leben und ihnen alternative Möglichkeiten geben werden, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Und natürlich zum Schluss, ich muss es noch einmal sagen, ist die Frage der Bekämpfung des Klimawandels natürlich eine ganz, ganz zentrale. Denn die Sorge ist, dass 1 Million der von 8 Millionen Arten bedroht ist durch den Klimawandel. Und da arbeiten wir ohnehin schon in einem sehr, sehr breiten Portfolio. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir mussten nicht zuletzt auch in dieser Pandemie lernen, alles hängt mit allem zusammen. Wir können diese Pandemie deshalb auch nur gemeinsam bekämpfen. Entweder wir besiegen Covid-19 weltweit oder gar nicht. Damit darf ich unseren Bundesminister zitieren, der Sie sehr, sehr herzlich grüßen lässt und es bedauert, heute nicht da sein zu können. So müssen Sie mit mir Vorlieb nehmen, aber bei dem hochrangig besetzten Panel bin ich ganz davon überzeugt, dass wir heute Morgen eine gute Veranstaltung haben werden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Flachsbart, die ja als promovierte Tierärztin selber ein ganz besonderes Interesse und Know-how hat zu diesem Thema. Und das haben wir an diesem Beitrag auch erneut hören dürfen. Ganz herzlichen Dank. Wir machen sofort weiter mit einer Videobotschaft von Dr. Tedros, Generalsekretär der WHO-Direktor. Ich freue mich sehr über seine Worte und Zeit. Film ab, bitte. Dear guests, colleagues and friends, Guten Morgen and good morning. Thank you to German Federal Ministry for Economy, Cooperation and Development, the BMZ, for hosting this very important session. Every day we're gaining new knowledge on how to fight COVID-19. Since the outbreak began, WHO has been gathering and sharing examples from around the world of measures taken by countries to reduce transmission and deaths. First, we know that communities can protect themselves by physical distancing, washing their hands regularly and wearing masks. Second, rapid identification of isolation of people testing positive for COVID-19, accompanied by contact tracing and quarantine, is essential to stop the spread of the virus. Third, we have witnessed how trust is directly linked to the willingness of people to take the right actions. Leaders have the responsibility to communicate clearly and consistently to build trust. And communities must be empowered to become part of the solution, because the fight is everybody's business. The COVID-19 pandemic is a tragedy, but it's also an opportunity for change. As we respond to the immediate threat, we must also act to strengthen our long-term health security. Countries whose health systems were ready, with surge plans in place, have been particularly successful at combating the virus. This demonstrates the importance of prioritizing sustained planning and funding for emergency preparedness. The pandemic is also powerful evidence of how the health of humans, animals, plants, and the environment are interwoven. It's evident that the COVID-19 virus originated through animal-to-human transmission. So to enhance our ability to respond to future epidemics and pandemics, these sectors must accelerate efforts to break down silos. Working in solidarity by embracing a multi-sectoral One Health approach, we will maximize our impact to detect, prevent, and manage potential threats. WHO will continue working with all countries and partners to advance science. We will triumph over COVID-19 and build a healthier, more resilient planet together. I thank you. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Dr. Tedros, für diese ganz wunderbare Videobotschaft und dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier heute virtuell bei uns zu sein. Nun freue ich mich sehr, einen der renommiertesten Virologen Deutschlands begrüßen zu dürfen, Herrn Professor Christian Drosten von der Charité. Er leitet das Global Health Zentrum und er ist Direktor des Instituts für Virologie der Charité. Die Pandemie hat ihn einer breiten Öffentlichkeit in Deutschland bekannt gemacht. Er wird darüber sprechen, wie Covid-19 unseren Umgang mit Pandemien und der Pandemieprävention verändert. Sehr geehrter Herr Professor Drosten, Sie haben das Wort. Ja, good morning everybody. It's an honor to be invited on this prestigious panel, I have to say. I will try to introduce you into the topic of zoonotic diseases and One Health using the coronavirus example and going beyond the COVID-19 SARS coronavirus 2 problem. Using the coronavirus is actually as a paradigm for zoonotic diseases. And I'm sure that my colleague Thomas Mettenleiter in the next talk will take over from this and generalize the topic a little bit for everybody to understand that One Health and zoonotic diseases are broader than just the present pandemic. So let me share the screen here. Okay, sorry. Is this visible now? No, probably not, right? So I have to switch. Yeah, so this should be visible to everybody now. Yeah, okay, great. Yeah, so let's go back to 2003. This is the year of emergence of the SARS agent, SARS-1, we have to say by now, and it's a big surprise actually that this second SARS coronavirus came up. Nobody actually thought we would deal again with a virus like this. If we look at the first cases of SARS, they have a common history. These people were all occupied working in and around animal markets or wild game restaurants in China, as summarized in this publication. So even if you see in this table office workers, these were office workers in such places where wild animal was traded and actually butchered for food. And if we look at the early tree of SARS coronaviruses, what you see is in the top part, the human outbreak in 2003, and then in a co-phylogenetic relationship here, in a co-ancestral relationship, animal viruses. These were animal viruses sampled in exactly those wild game markets. And you see a direct ancestral relationship. And what you see here is another branch from the tree with a human case included. And this human case is one of four human cases that occurred half a year after the pandemic. So humans that were diagnosed in the laboratory by virus detection by RT-PCR, but then also antibody testing, immunological proof of an actual infection. So there is little doubt that these humans were infected. These were again humans occupied in animal trade. And we have another clade of viruses, this one in immediate sister relationship, but then also here more basal viruses that are independently related among each other and that are closer related to this human virus than all of those viruses here. So this is actually proof of another independent emergence of the SARS coronavirus from animals, from the animal reservoir. This was the very virus lineage that caused the 2003 epidemic. So it seems that these viruses were still maintained in animals. And there is later evidence from Shengli Shi's laboratory, a colleague in Wuhan working on coronaviruses, that there has been more emergence
of these viruses after the SARS epidemic. So Sheng Li, she worked here in different caves. So this is a bat cave. This is a bat cave where they sampled Rhinophus bats, and looked at villages here, and they find people living in these villages with clear evidence for recent exposure. So this is here a Western blot analysis showing reactivity in serum of these people against a bat coronavirus that is in the phylogenetic lineage of SARS coronaviruses, but not against MERS or Ebola viruses used as controls in this assay. There are more data behind this. So these pictures summarize the essential findings from two different studies, one looking at the animals themselves, and this is virus detection in the animals, and this is then the detection of antibodies against these viruses in humans occupied with trade, with agriculture close to these bat caves. So SARS coronavirus seems to be a zoonotic agent. And we know from dealing with SARS coronavirus 1, from the first one, that is basically carnivores that constitute a bridge reservoir. So in this concept, we have a wildlife reservoir, and this is true for many other zoonotic diseases, and I'm sure that Thomas will continue on this idea, that we have a wildlife reservoir while there is also a bridge reservoir. So an animal species that somehow forwards the viruses from a more remote wildlife reservoir to humans. And this bridge reservoir is often a livestock species, and you'd be surprised to learn, if you don't know, that these carnivores in the context of SARS emergence are a bridge reservoir and could be looked at like a livestock species. So these palm civets here were traded for meat and food, while these ones, the raccoon dogs, they also yielded virus detection, virus signal, but they weren't followed up so closely. But it is an important notion, and it's important to know that these raccoon dogs are exploited in China for fur production widely. So this is, you have keepings like this, where there is a mixture of breeding and wild catches, and these are then slaughtered for fur production. You see the fur here, you see how the keepings work, this is a brutal business. So they there are media reports on this. It is somewhat abusive, and you see here the intermediate trade in smaller places in China, where these are then traded onward to disappear in the end in products like this. So fur is becoming more and more accepted and fashionable. And almost universally, these pieces of fur on garments that you can buy in stores all over the place stem from China and are raccoon dogs products. There is another coronavirus that is somewhat neglected recently, but that I would like to emphasize, which is the MERS coronavirus, Middle East Respiratory Syndrome, lung infection, with a clinical picture similar, but clearly also distinct from SARS-2 infection, which mainly occurs on the Arabian Peninsula and other parts of the Middle East, the Eastern Mediterranean, but also in North Africa. This virus is known, and the connection here is camels. So what we see here is the reporting update by end of 2019. The reporting hasn't been very strict in 2020 for obvious reasons, because the reporting systems are somewhat overwhelmed now. And we know from studies by our group, but also other groups internationally, that camels have been associated with this virus for a long time. So these are studies summarized in one slide
that brought evidence for antibodies in camels in North Africa, mainly northeastern Africa, but also then in the Arabian Peninsula, dating back at least to 1983. And this is actually the oldest date for which we have stored samples, or we can test stored camel samples. And we can now say that actually where there are dromedary camels, there is virus detection. So dromedary camels almost universally are positive for this virus. These are places of studies that have demonstrated the presence of the virus in camels. We can say there are clear density effects. So for instance, in this study in Kenya, we have three regions here of different densities of camels. And by the way, this was done in collaboration with ILRI, the Livestock Research Institute that was already mentioned earlier in this session. And we can clearly say that the more dense the keeping of the camels is, the higher the antibody prevalence. So a clear husbandry effect. So if we take animals that are usually in some distance to each other, if we put them into husbandry, the virus amplifies. And this, of course, spills over into humans. For instance, we have a seasonal effect for the MERS coronavirus. There is an increase of incidence in humans in the Arabian Peninsula in the early summer months. And this is thought to be because of the synchronicity of the breeding season of camels. So camels give birth to calves between November and early February. And the time in May, June, July, this is a time when the one-year-old animals, slightly over 1 year old, are infected in larger numbers. And this seems to be like a peak season for transmission into humans. If we look more broadly, we can summarize these 4+2 viruses that were endemic in humans before SARS-2, or known in humans before SARS-2. The top four, the top row, so this human coronavirus NL63, but then 229E, OC43, and HK1. These are common cold viruses in humans. SARS-1 coronavirus is a known phenomenon, a limited, let's say, global epidemic, not to say pandemic. And then MERS coronavirus, an endemic zoonotic disease that keeps spilling over into humans from a livestock reservoir. So in most of these cases, we can say bats are the original wildlife reservoir. For some of them, we suspect that rodents are involved as the original livestock reservoir. And these are not mice, these are other types of rodents. And for some of them, we know the intermediary host, the bridge reservoir. For instance, for the MERS coronavirus, we already mentioned camels. For the SARS coronavirus, we mentioned carnivores. This is a house cat, but it's not house cats. It's raccoon dogs and civet cats. For the human coronavirus, OC43, there is a strong suspicion regarding cattle. So it's well possible that in the end of the 19th century, there was a pandemic that was confused with an influenza pandemic that in fact was the first occurrence of OC43 coronavirus. And this may have emerged then from cattle, because the bovine coronavirus is almost identical to this human coronavirus. For one of those, we consider a direct emergence from a rodent reservoir, because rodents are somewhat closer to humans than bats. And there is another one, this one, the 229E virus, for which we can insert a camel here, interestingly. So if we look at this, this is first of all for you to understand the relationship between coronavirus and the human coronavirus OC43. So these viruses are almost identical to each other, except a small deletion here. So there are some small reading frames here that the bovine virus has and the human virus has lost. And there is a projection in time to the end of the 19th
century for this virus, for the emergence. And we can insert here a camel for the 229E coronavirus. This is a study in which we found that there is a basal diversity of these viruses in bats. This was described by our groups years ago. And there is one clade here in this paraphyletic group of bat-associated viruses, where we can say there is a direct ancestral relationship with a clade that contains camel viruses and human viruses. And if we look closer, there are some properties in the genome, especially this open reading frame here in the end of the genome. When we look at the constellation of deletions in this open reading frame along the tree, we can say there are sites of deletions that are not present in basal lineages of both bats and dromedary camel associated viruses, but then there are dromedary camel viruses whose co-ancestors with all the other viruses have one deletion, and this deletion then grows in size. There is another deletion here, and then deletions coming up, and the growth of these deletions in an obviously non-essential reading frame in the genome coincides with the forwarding of this virus from dromedaries into humans. There is even one virus here that is somehow acquired by another camelid species in North America, but this seems to have been associated with a trade fair. So the virus seems to have come from dromedary camels as well. And we are then in humans. And even as the virus evolves in humans, there is still a growth of these deletions. So these viruses, the human common cold viruses, OC43 and 229E, are certainly reminders of the risks associated with livestock associated coronaviruses. So in the past, our common cold viruses have started as zoonotic viruses, and they have come from livestock species. This is a really important notion. It's not only important when investigating the sources of the present SARS-2 virus. We've already spoken about raccoon dogs. I should mention that there are no data, no studies, not a positive or not a negative study. I think Thomas has done an interesting experimental study, the Friedrich Loeffler Institute on raccoon dogs, but there are no field studies from the region of emergence. And at the end of the talk, I would like to mention one more example. This is a literature example, a recent one, where researchers in China have studied an interesting outbreak of diarrhea disease in piglets, in swine, in young little swine. And they found that there is an alpha coronavirus, so a coronavirus from bats, known in bats since a few years, entirely unrelated to the SARS-2 virus and also entirely unrelated to the MERS virus. It's a different genus of virus, the alpha coronavirus genus, while MERS and SARS are beta coronavirus genera, genus members. This happened in different farms in the southern Chinese province of Guangdong. This is a disease that caused fatal diarrhea in young piglets. Herr Professor Trosten, ich müsste Sie bitten, in einer Minute zum Ende zu kommen. Yeah, it's actually the last slide. This is a disease that once was transmitted among different farms in China. So another example of emergence of a bat-associated virus into a livestock species, into swine, and fortunately here, no evidence for onward transmission to humans, but a strong example of, like in this case, where we have emergence from a livestock species of the MERS coronavirus from camels, a strong example for the importance of livestock as a source of viruses that have pandemic potential. So without going through this summary slide to save some time, what I really would like to emphasize is
the importance of livestock surveillance as opposed to wildlife surveillance. So we have now this concept of wildlife trade, wildlife as a source of pandemic viruses. This is certainly true, but the handle, the best handle that we have is on the intermediary hosts, on livestock. And there is a good level of evidence that livestock are the transition of zoonotic viruses into humans. And of course, because of the proximity and the availability of these sites of husbandry, this would be the prime goal for a next tier of surveillance to counter the emergence of pandemics. Thank you. Thank you so much, Professor Drosten. Vielen Dank, Herr Professor Drosten. Eine ganz schnelle Frage an Sie, bevor wir dann weitergehen zu Herrn Professor Mettenleiter. Sehen Sie denn aufgrund dieser Erkenntnisse weitere Infektionskrankheiten mit solchem Pandemiepotenzial wie Covid? Und können Sie uns noch ganz kurz in einer Minute sagen, warum sind die Infektionszahlen in Afrika so viel niedriger als in Europa? Ganz kurz und knapp, okay, so ginge das? This is a bipartite question. One is regarding the potential emergence from livestock reservoirs of coronaviruses. The other is for asking for reasons for the, let's say, low prevalence of severe disease in Africa. So the latter question is probably sufficiently answered by the different age profile of SARS-2 patients in Africa versus let's say in the Northern Hemisphere, there is a significantly younger population exposed in most African countries. In populations where you have parts of the population with an older age spectrum, including, for instance, in South Africa, you see that the consequences of an epidemic of SARS-2 are very similar to consequences in Europe and North America. But in younger populations of sub-Saharan Africa, there is little notification of severe disease as of now. Regarding the emergence, yes, probably the prime candidate is the MERS coronavirus. And we really need to keep an eye on this virus. This is a dangerous virus. This is certainly one of the next candidates for surveillance against pandemic diseases. But then obviously, we have to continue to be worried about influenza viruses. Vielen Dank für die schnelle Einschätzung. Dann machen wir jetzt weiter in unserem Programm. Herr Professor Dr. Thomas Mettenleiter wird uns mit einem weiteren Vortrag bereichern. Ich sagte schon, er ist Leiter des Friedrich-Löffler-Institutes. Wir freuen uns sehr. Er ist ein seit vielen Jahren anerkannter internationaler Experte für das Thema One Health und wird nun sicherlich sehr gut anschließen können an diesen fundierten Aufschlag von Professor Drosten. Herr Mettenleiter, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, liebe Frau Staatssekretärin, liebe Frau Pickel, liebe Kolleginnen und Kollegen. Guten Morgen auch von meiner Seite aus hier vom Hauptsitz des Friedrich-Löffler-Instituts auf der Insel Riems. Ich hoffe, man kann sowohl diese schöne Location sehen, als auch mich gut hören. Ich bin gebeten worden, den Vortrag auf Deutsch zu halten und ich werde fokussieren auf die Tiergesundheit und die Bedeutung von One Health. Vielleicht am Anfang ein bisschen Geschichte dazu. One Health, Historie eines Begriffs, der wird häufig zurückgeführt auf ein Lehrbuch von Calvin Schwabe aus dem Jahr 1964, wo der Begriff des One Medicine zum ersten Mal geprägt worden ist. Also der Zusammenarbeit, der Kooperation, der Interaktion zwischen Human- und Tiermedizin. Wenn wir uns das alles aber genauer angucken, dann ist dieses Konzept schon sehr viel älter. Und ich zitiere gerne Rudolf Virchow, der große Pathologe, 1873, zwischen Tier- und Menschenarzneikunde ist oder sollte wissenschaftlich keine Scheidegrenze sein. Also One Health, zumindest in der Basis der Kooperation von Tier- und Humanmedizin, ist schon sehr alt. Das Ganze kann man vielleicht sehr plakativ zusammenfassen in diesem Kontext. Der Mensch ist Teil des Tierreichs, das ist manchmal auffälliger, manchmal weniger auffällig und das Ganze in einer gemeinsamen Umwelt. Und wenn wir das zusammentun, dann haben wir genau diesen Begriff des One Health, der dann 2004 von der Wildlife Conservation Society in den Manhattan Principles zum ersten Mal niedergelegt worden ist. Und die beste Definition, finde ich immer noch, ist die von der CDC,
die sagt, das One Health-Konzept erkennt an, dass die menschliche Gesundheit mit der Gesundheit von Tieren und der Umwelt verbunden ist. Das wird sehr häufig so dargestellt und wir sehen hier Mensch, Tier und Umwelt. Wir sehen unterschiedliche Interaktionsflächen und der eigentliche One Health-Bereich ist der Bereich im Zentrum, in dem diese drei Bereiche überlappen. Und warum wird dieser Überlappungsbereich immer größer? Er wird zum einen immer größer, weil es immer mehr Menschen gibt. Also der eine Teil nimmt zu. Diese Menschen brauchen immer mehr Nahrung, also auch der tierische Bereich nimmt zu. Und diese Menschen brauchen auch immer mehr Raum und das wird immer mehr auf Kosten der Umwelt geschehen. Und diese Trinity, diese drei Punkte, die sind das, was One Health eigentlich ausmacht. Das heißt, in der Schnittstelle aller drei Sektoren, und das ist ein DIA, das ich von der GEZ bekommen habe, an der Schnittstelle aller drei Sektoren ist der eigentliche definierte One Health-Bereich. Wir dürfen aber die anderen Schnittstellen, also zwischen Mensch und Tier, Tier und Umwelt oder Umwelt und Mensch, nicht außer Acht lassen. Und ich möchte jetzt im Folgenden auf zwei wesentliche Punkte eingehen in diesem One Health-Konzept. Zum einen Zoonosen, unter anderem solche mit Pandemiepotenzial, aber auch die antimikrobiellen Resistenzen. Genau, also diese beiden Punkte. Es ist ganz interessant, dass One Health ja schon vor einiger Zeit den Eingang in die hohe Politik gefunden hat. In der Gipfelerklärung des G20-Gipfels 2017 ist das bereits niedergelegt, dass die Unterzeichner den One Health-Ansatz innerhalb der G20 stärken wollen. Und 1917 haben sich zum ersten Mal auch die Direktorinnen und Direktoren der Public Health und Veterinary Public Health Institute in Berlin getroffen. Mir ist damals von einem Kollegen aus einem europäischen Land gesagt worden, das einzige globale One-Health-Problem sind Antibiotikaresistenzen. Alles andere spielt eigentlich keine globale Rolle. Ich glaube, das hat sich in den letzten Monaten deutlich verändert in der Einschätzung. Und in der Zwischenzeit bin ich, einer, der aus der Infektiologie, also aus der Virologie kommt, aus der Zoonosenforschung, jetzt eher derjenige, der immer wieder darauf hinweist, dass wir vor lauter SARS-CoV-2 und Covid-19 natürlich die anderen Probleme, die One Health anspricht, nicht vergessen sollten, unter anderem eben auch die Antibiotikaresistenzen, relevante Übertragungswege. Und wir sehen hier diese sehr enge Interaktion zwischen Mensch, Haustier, Nahrungsmittelproduktion, Wildtier, lebensmittelliefernden Tier und Produkt und natürlich Umwelt, in dem Fall Abfälle, Abwasser, aber insgesamt natürlich Boden und Wasser. Und wir haben Pandemien eben nicht nur durch die auch von mir so gerne bearbeiteten Viren. Und ich glaube, Christian und ich, wir gehen da konform in unserem Fokus. Sondern es gibt eben auch Pandemien, was Antibiotikaresistenzen angeht. Hier zum Beispiel ein Resistenzgen für Cholestinresistenz, das sich weltweit ausgebreitet hat. Hier ein anderes für die Beta-Lactamase. Also auch hier dürfen wir einfach nicht außer Acht lassen, dass das auch One Health-Fragestellungen sind. Und es gibt Schätzungen, wie auch immer, die diskutiert werden im Moment, dass eine signifikante Anzahl von Todesfällen, insbesondere in Asien und in Afrika, in der Zukunft auf die Infektion mit antibiotikaresistenten, also therapieresistenten Bakterien zurückgehen wird. Dann komme ich dann zum zweiten Bereich der Zoonosen. Was sind Zoonosen? In der Definition der WHO von 1959, die ich immer noch sehr passend treffend halte, es sind Krankheiten und Infektionen, die auf natürliche Weise zwischen Menschen und anderen Wirbeltieren übertragen werden. Der Begriff Zoonose selbst beinhaltet keine Richtung. Also Zoonose bedeutet nicht immer von Tier auf den Menschen, sondern genauso die Gegenrichtung. Es gibt dann Fachausdrücke, die eine solche Direktionalität mit beinhalten. Es gibt also eigentlich keine sogenannte reverse Zoonose, wie wir das im modernen Schrifttum hin und wieder lesen. Das Ganze geht zurück auf die Tatsache, dass es eigentlich keine besondere Barriere zwischen Tier und Mensch gibt. Das heißt, den Erregern ist es, ich sage es mal etwas salopp, ziemlich egal, ob sie ein von uns so bezeichnetes Tier oder einen Menschen vor sich haben. Und weltweit gibt es sicherlich deutlich mehr als 200 solcher zoonotischen Krankheiten. Nun, das ist das, auf was Christian Drosten schon hingewiesen hat, also eine tierische Quelle, ein tierisches Reservoir, dann der Übersprung auf den Menschen,
dort die Weiterverbreitung und dann aber auch wieder Zurückübertragung in tierische Reservoire. Und auch das sollten wir nicht außer Acht lassen. Das ist in der Zwischenzeit trivial oder commonplace, allgemein bekannt aus der Quelle der OIE. 60% der bekannten menschlichen Infektionskrankheiten sind zoonotischen Ursprungs, was nun aufgrund dessen, was ich gerade gesagt habe, gar nicht mehr so verwunderlich ist. Der Mensch gehört eben dazu. 75% mindestens der neu auftretenden Infektionskrankheiten des Menschen haben einen tierischen Ursprung. Und hier ist natürlich auch SARS-CoV-2 zu nennen. Wenn wir uns aber genau anschauen, welche denn wirklich den größten Burden, also die größte Krankheitslast induzieren, dann entfallen auf die 13 wichtigsten Zoonosen jährlich etwa 2,2 Millionen humane Todesfälle und 2,4 Milliarden humane Erkrankungen. Also jeder dritte Mensch auf diesem Planeten erkrankt einmal im Jahr an einer zoonotischen Infektion. Und das ist nicht Ebola oder Ähnliches, sondern das sind die endemischen Zoonosen. Das sind auch einige drunter, die wir heute als neglected tropical diseases bezeichnen. Das heißt also im Wesentlichen zum Beispiel Wurmerkrankungen, gastrointestinale Infektionen, hier Einzellerprotozoen, natürlich Bakterien, aber eben auch Viren. Und hier möchte ich nun ganz besonders das Tollwutvirus erwähnen. Tollwut als eine klassische Zoonose, die vom infizierten Tier auf den Menschen übertragen wird, vom Menschen nicht weiter übertragen. Und das ist, glaube ich, ein Musterbeispiel einer Zusammenarbeit hier in der Tripartite, auch das ist schon genannt worden, zwischen der Weltorganisation für Tiergesundheit, der Gesundheit des Menschen und der Landwirtschaft und der Lebensmittel, mit dem durchaus ambitionierten, aber zumindest von dem, was wir wissen und was wir an Tools haben, erreichbaren Ziel der globalen Eradikation der Hundetollwut bis 2030. Also One Health eigentlich im Kernsinne. Was ist das Problem? Das Problem ist, dass Erreger aus einem tierischen Reservoir auf den Menschen überspringen. Gibt es Möglichkeiten, das zu blockieren? Theoretisch nicht mal, glaube ich. Das müsste heißen, wir müssten uns entweder so von Tieren fernhalten, dass wir diese Distanz so weit bringen, dass es den Erreger nicht mehr gelingt. Oder wir müssten Tiere abschaffen, was natürlich keiner überhaupt in Erwägung zieht und was auch nicht machbar ist. Wir sind Teil dieses gesamten Bereichs. Nun, was hat das Ganze mit SARS-CoV-2 zu tun? Zum einen ist diese Diskussion über Zoonosen durch SARS-CoV-2 wieder direkt angestoßen worden. Ich hatte noch nie so viele Anfragen, mich zu Zoonosen zu äußern, wie in den letzten wenigen Wochen. Auch in der deutschen Presse, das Rezept gegen Killerviren, ein neuer Ansatz, genannt One Health, soll verhindern, dass sich Pandemien wie Corona wiederholen. Wie sieht das aus beim SARS-Coronavirus? Christian Drosten hat darauf hingewiesen, es gibt einen Übergang aus einem tierischen Reservoir, also zooanthroponotisch, auf den Menschen. Kontakt Tier-Mensch, wann, wie, wo, welcher Zwischenwirt, wissen wir bis heute nicht. Dann die Ausbreitung in der Humanpopulation. Und dann sehen wir aber auch wieder die Rückübertragung auf gehaltene Tiere. Pelztiere sind gerade angesprochen worden, zum Beispiel die Rückübertragung auf Nerzfarmen in den Niederlanden, in Dänemark, in den USA, in Spanien. Und dann aber auch wieder in glücklicherweise nur sehr, sehr seltenen Fällen wieder eine Rückübertragung auf den Menschen. Nur dieses natürliche Reservoir ist schier unerschöpflich. Es gibt Schätzungen, auch die gehen weit auseinander. Hier mal eine aus dem Jahr 2013, dass es etwa über 300.000 Säugetierviren gibt, die bisher nicht gefunden worden sind. Wir fokussieren da immer sehr auf Wildtiermärkte und Wildtierhandel in entlegenen oder in fernen Ländern, sei das nun in Asien oder in Afrika. Hier mal ein Schema dieses Seafood-Marktes in Wuhan, der natürlich nicht nur Seafood verkauft hat. Sondern wir müssen aber auch drauf, also das ist schon richtig, exotische Tiere tragen auch exotische Erreger. Auch das konnten wir zeigen an Exoten, die nach Deutschland eingeführt worden sind. Diese Butthörnchen, die einen neuartigen Erreger tragen, der bei uns am Institut identifiziert worden ist, der Menschen tödlich erkranken lassen kann mit Hirnentzündungen. Das kommt aber auch bei uns vor. Gerade jetzt in diesem Monat eine neue Studie, gemeinsam mit einer US-amerikanischen Arbeitsgruppe und unserem Institut, wo es gelang, Verwandte des Rötelnvirus, des menschlichen Rötelnvirus zu finden.
ein Virus in Fledermäusen in Afrika, aber ein zweites in Gelbhalsmäusen direkt bei uns. Also auch das sollten wir nicht vergessen. Letztendlich, auch das hat Christian angedeutet, auch in diesem Report, den ich gerade kurz gezeigt habe, Preventing the Next Pandemic, wird dargelegt, dass es also gar nicht überraschend ist, dass die größte Anzahl von Tieren, die in historischen zoonotischen Ereignissen involviert waren, eigentlich Haustiere sind. Also domestizierte Tiere, entweder Nutztiere, domestizierte Wildtiere oder eigentliche Haustiere. Weil dort der Kontakt zum Menschen einfach am engsten ist und damit der Wahrscheinlichkeit des Überspringens am größten. Und Herr Professor Mettenleiter, entschuldigen Sie, ich müsste Sie jetzt auch bitten, langsam zum Ende zu kommen. Ja. Danke. Und das Beispiel hierfür ist zum Beispiel in Influenza, also Pandemien des letzten Jahrhunderts. Die spanische Grippe kommt aus einem US-amerikanischen Schweinestall, die asiatische und die Hongkong-Grippe wahrscheinlich aus asiatischen Geflügelhaltungen, nur die russische Grippe vermutlich aus dem Labor, aber die Schweinegrippe sicherlich auch wieder aus einer Schweinehaltung in Mexiko. Das heißt also, hier ist auch die Virenjagd bei uns im Stall angesagt und das passiert bei uns auch vor der Haustür. Das heißt, wir dürfen das auch nicht vergessen. Mit dazu reinspielen solche Diskussionen wie Klimawandel, auch das ist schon kurz genannt worden, mit der Veränderung nicht nur von Habitaten, sondern auch dem Einschleppen der Veränderung von Populationen, zum Beispiel von Vektoren, Stechmücken oder Zecken. Das heißt, wird diese Covid-19-Krise One Health erwachsener machen, also ein Coming of Age? Ja, ich glaube, das kann man deutlich sagen. In diesem Jahr sind die Manhattan Principles ergänzt und erweitert worden durch die sogenannten Berlin Principles, auch gerade jetzt vor kurzem erst erschienen, die das Ganze nochmals in den modernen Kontext stellen, auch was Ökosystem und vor allen Dingen die Ökonomie und den sozialpolitischen Kontext angeht. So, jetzt gehe ich mal ganz schnell durch, weil vieles in der Zwischenzeit schon passiert ist, auch in Deutschland, international, aber das ist vorher schon genannt worden. Wichtig ist aber mir noch eine finale Message. Wir hatten über die Tripartite gesprochen, über die FAO, OIE, WHO-Kollaboration. Das ist wichtig, das ist ein guter Ansatz. Was aber in vielen dieser One Health-Netzwerken fehlt, ist der Einfluss des oder die Mitbetrachtung des Umweltaspekts. Nun gibt es eine Tripartite Plus von Antimicrobial Resistance. Dort ist das UN-Umweltprogramm mit dabei. Vielleicht wäre es sinnvoll, darüber nachzudenken. Eine Quadripartite, ein schrecklicher Begriff, vielleicht fällt irgendjemand noch was Besseres ein, on One Health umzusetzen. So, und damit bin ich am Ende und zeige nur noch das eine Dia, also das vorletzte ist es. One Health Day ist in der nächsten Woche, am Dienstag, am 3. November. Bitte denken Sie nicht nur an die Präsidentenwahl in den Vereinigten Staaten, sondern auch an One Health. Und damit bin ich am Ende. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Sehr gerne mit diesem Emoji. Es ist mein Lieblingsemoji, denn es sieht aus wie Friedrich Löffler. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Professor Mettenleiter, auch für diesen wunderbaren Abschluss. Jetzt gibt es hier wirklich eine sehr originelle Frage aus dem Chat. Die will ich Ihnen nicht vorenthalten. Vielleicht können Sie da ganz schnell noch etwas zu sagen, bevor wir weitergehen zu Herrn Professor Hirschhausen. Gab es je eine Übertragung von Viren, Bakterien vom Fisch auf den Menschen? Das kann schon passieren. Das sind aber jetzt nicht Übertragungen, die nachher zu großen Epidemien beim Menschen geführt haben. Aber es gibt sicherlich Arten, Gattungen von Bakterien, die also auch vom Fisch auf den Menschen, zum Beispiel Mykobakterien, übergehen könnten. Das sind aber, wenn überhaupt, Einzelereignisse. Ja, ganz herzlichen Dank. Noch ein zusätzlicher Aspekt zu Ihrem sehr, sehr interessanten Vortrag. Dann gehen wir direkt weiter, auch mit Blick auf die Zeit. Wir begrüßen ganz herzlich Herrn Dr. Eckart von Hirschhausen. Er ist Fernsehmoderator, Arzt, Kabarettist, Comedian, Schriftsteller. Er hat zudem jüngst eine gemeinnützige NGO, eine Stiftung gegründet mit dem Namen Gesunde Erde, gesunde Menschen. Herr Professor Dr. von Hirschhausen, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind und Sie haben jetzt das Wort. Ja, herzlichen Dank. Ich bin kein Professor, ich bin zwar gerade Ehrenmitglied der Charité geworden, aber keine falschen Lorbeeren. Ich bin tatsächlich sehr froh, in dieser Runde den Aspekt der Kommunikation in Zeiten von Corona und Klima einbringen zu dürfen.
Ich bin Botschafter für das BMZ, für das SDG 3, für Health, Global Health. Ich bin Botschafter auch durch eine langjährige Freundschaft mit Detlef Ganten für den World Health Summit. Und das ist sozusagen meine Eintrittskarte jetzt für hier. Ich werde meinen Bildschirm teilen und ein bisschen erklären, wo ich Potenzial sehe, was bislang noch nicht komplett genutzt wird. Denn was meine Vorredner ja erklärt haben, ist, dass diese großen Krisen unserer Zeit viel enger zusammenhängen. Und das ist etwas, was vielen Menschen in der Form nicht bewusst ist. Die Grundidee, ich kämpfe auch noch ein bisschen mit der Technik, einen Moment Geduld. Ich kann aber meinen Punkt auch schon mal ohne Folien rüberbringen. Die Tatsache, dass Corona nicht vom Himmel gefallen ist, sondern ganz eng mit unserem damit zusammenhängt, wie wir mit Tieren umgehen, wie wir sie handeln und wie wir weltweit ihnen gar keinen Lebensraum mehr lassen, das kam bislang in der Diskussion in meinen Augen viel, viel zu kurz. Und wenn man sich klar macht, der Fokus, den Pandemie-Thema das letzte halbe Jahr bekommen hat, ist das wirklich die größte Gesundheitsherausforderung, die wir haben. Einmal kurz Daumen hoch, können jetzt die Folien gesehen werden von den anderen? Ist das zu sehen? Sehr gut, danke. Was ist die größte Gesundheitsbedrohung des 21. Jahrhunderts? Dieser Cartoon macht das klar, wir schauen nach links auf die Wellen und verpassen die großen Wellen dahinter, die maßgeblich in dem Thema Anthropozän, Zerstörung der Lebensgrundlagen stecken. 10 Threats to Global Health haben alle, wenn man genauer hinguckt, einen Link A zu Umweltzerstörung, aber eben auch Air Pollution ist ein Risikofaktor für einen schweren Verlauf für Corona. Das heißt, auch da mein großer Wunsch an alle, die in der Kommunikation aktiv sind, diesen Zusammenhang stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Dass wir immer reden von Verlusten, von Wirtschaftsverlusten, statt endlich darüber zu reden, dass schon vor Corona über 8 Millionen Menschen jedes Jahr durch Air Pollution gestorben sind und dass wir da wahnsinnig viel gewinnen können, wenn wir sehen, das ist ein Warnschuss, endlich die größeren Krisen auch mit in Zusammenhang anzugehen. Ich liebe es, Cartoons zu verwenden. Ich wusste nicht, dass Friedrich Löffler sein eigenes Emoji hat, aber Natur aus Sicht des Menschen drückt sich auch im Deutschen aus durch das Wort Umwelt. Wir tun so, als hätten wir mit der Welt nichts zu tun, als wäre um uns herum eine Welt, die nur für uns da ist. Aus der Sicht der Natur, und das ist die Riesenchance, die wir gerade haben, sieht es eben ganz anders aus. Wir sind Teil dieser Schöpfung. Als ich das mal grafisch gesehen habe, ist einem auch klar geworden, wir Menschen machen zwar nur 0,1% der Biomasse aus, aber im Anthropozän machen wir diesen Planeten platt mit den Nutztieren. 99% der Masse von den Landtieren sind inzwischen Menschen und Nutztiere von Menschen. Wir lassen den Rest der Tiere überhaupt keinen Platz mehr. Und wenn man das den Leuten klar macht, versteht man auch, warum ich mit dem Minister dann End the Trade unterstützt habe in Zusammenhang mit den SDGs. Dafür braucht es, um in die Medien zu kommen, ungewöhnliche Bilder. Ich weiß, dass Giraffen nicht das Problem sind für Corona, aber man brauchte ein Bild für das Thema Wildtiere und wir Menschen. Und damit haben wir es immerhin in die Tagesschau geschafft. Ich habe zwei große Idole für Wissenschaftskommunikation mit großen Krisen. Das eine ist Per Espen Stoknes, dessen TED-Vortrag ich sehr ans Herz lege und ich stelle gerne nachher die Folien auch zur Verfügung. Das andere ist George Marshall von Climate Outreach, der auch über Corona und Klimakommunikation sehr, sehr kluge Dinge macht und zum Beispiel mit seinem Think Tank in Oxford auch den Guardian berät. Dieses Bild zeigt eigentlich ziemlich gut, wie Greta auch sagt, I want you to panic. Haben wir wirklich die richtigen Prioritäten? Wir spielen weiter so, als wäre das Spiel noch Golf und wir verpassen die große Gefahr im Hintergrund. Das ist übrigens kein Fake, das ist ein echtes Bild, wo der amerikanische Golfclub auch noch stolz war, dass man erstmal die Runde zu Ende spielt. Es braucht Aha-Momente, um sich für Global Health zu interessieren. Meiner war, als ich Jane Goddard interviewen durfte, ich habe eine Zeitschrift, Stern, Gesund, Leben, und die stellte mir eine sehr einfache Frage. Wenn der Mensch so schlau ist, wie er immer tut, warum zerstört er sein eigenes Zuhause? Und diese Frage hat bei mir wirklich Klick gemacht und seitdem bin ich für dieses Thema One Health, Global Health auch angezündet, weil wir haben nur ein Zuhause. Und 1969, da war ich gerade 2 Jahre alt, schauten die Menschen zurück und sahen zum allerersten Mal, dass wir eben eine Schicksalsgemeinschaft sind, der einzige Planet mit Wasser, mit Luft und dass die Atmosphäre, die wir gerade verschmutzen, die wir mit Füßen treten, eine hauchdünne Schicht ist, so dünn wie die Haut von einem Apfel.
Warum haben wir Ärzte so eine große Chance? Und ich möchte auch Christian Drosten loben für das, was er in der Pandemie in Deutschland gemacht hat mit seinem Podcast und natürlich auch international. Wir sind the most trusted in professions. Nurses, Doctors, Teachers, Professors, Scientists haben so einen riesen Vorteil gegenüber Ökonomen, Banker, Businessleuten und auch den Politikern. Das heißt also, dieses Vertrauen muss viel, viel strategischer auch in der öffentlichen Meinung genutzt werden. Ein kleines Beispiel dafür war der Klimastreik 2019, wo ich mit Professor Ganten hier vom World Health Summit mit Luisa Neubauer von Fridays for Future und der nächsten Generation der Medizinstudierenden auch diesen Schulterschluss gezeigt habe, zu sagen, die Themen, mit denen wir zu tun haben, sind nicht mehr ein Thema einer Generation gegen die andere, sondern wir schaffen das gemeinsam oder gar nicht. Solche Bilder sind wichtig, um zu klären, mit dem weißen Kittel hat man eine andere Autorität in der Öffentlichkeit. Research shows that showing people research doesn't work. Diesen Satz haben wir so bitter erfahren in dieser Pandemie, dass wir, obwohl es eine Klimakrise und eine Pandemiekrise mit Ansage war, dass wir völlig unterschätzt haben, das Maß an Missinformationen, was sich plötzlich Bahn gebrochen hat. Das hat die WHO dann auch im August zum Thema gemacht. Aber wenn man sich anschaut, welche Parallelwelten in der öffentlichen Wahrnehmung existieren zwischen YouTube, zwischen Telegram, zwischen Leugnern und der akademisch-wissenschaftlich basierten Kommunikation, müssen wir uns da viel, viel mehr Gedanken darüber machen, wie die Institutionen, sei es in Deutschland eben RKI, BZGA und BMG und andere, viel, viel intelligenter auf diese Menge an Falschinformationen reagieren müssen. Das ist ein echtes Thema. Und ich habe versucht, in meinem Rahmen eben auch mit Humor auf Masken hinzuweisen, lange bevor es eine offizielle Empfehlung gab, kriegte ich auch viel Unterstützung von den verschiedenen Verbänden. Aber das Video hat über 1 Million Leute interessiert. Das heißt also, man kann anders über diese Themen informieren. Und gleichzeitig sind die Leute, die warnen vor Pandemien, plötzlich im Mittelpunkt von Verschwörungstheorien. Das heißt also, diese Frage, wie wir wissenschaftsbasierte Kommunikation wieder zur Selbstverständlichkeit, zur sozialen Norm machen, dass jeder ein Recht hat auf eine eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten. Das wäre mir ein großes Anliegen, auch für den World Health Summit zu überlegen, welche Möglichkeiten haben wir über soziale Medien, über Handys, über YouTube-Formate anders an die Menschen heranzukommen. Und das ist ein Aufruf von AWAS dann über die Infodemie. Christian Drosten und viele andere hier in der Runde haben den auch mit unterschrieben. Also lasst uns darüber nachdenken, wie kriegen wir Reichweite und wie kriegen wir einen positiven Dreh, dass wir etwas gewinnen können in dieser Pandemie. Wir sind nicht gut als Menschen im Vorausplanen, aber wir müssen diese eine Botschaft rüberbringen. Gesunde Menschen gibt es nur auf einer gesunden Erde. Herzlichen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank an Sie für den Vortrag und auch nochmal, dass Sie diese aktive Rolle des Botschafters für das SDG 3, für das BMZ so aktiv und mit Engagement wahrnehmen. Herzlichen Dank dafür. Sehr gerne. Auch für Sie eine schnelle Frage, weil Sie ja auch mit dem Thema Wildtiere und mit dem Minister hier unterwegs waren, Biodiversität. Sollten denn illegale Tiermärkte geschlossen werden? Ja. Als Beitrag? Alle Fälle. Mir ist aber vorher auch nicht klar gewesen, dass es ein Milliardengeschäft ist und dass es da wirklich nach Waffen und Drogen einen echten Schwarzmarkt für gibt und dass Deutschland für manche dieser Ströme auch sozusagen ein Umschlagpunkt ist. Also auch das ist etwas, was viel stärker ins Bewusstsein gehört. Und auch da wieder, there's no glory in prevention. Wie viel billiger wäre es, die Weltwirtschaft gekommen, nicht diese Pandemie zu provozieren? Und das gilt natürlich auch, wie wir auch von Thomas Mettenleitner und Christian Drosten gehört haben, für alle weiteren Viren, die als Zoonosen noch auf uns warten. Das heißt also, Prävention und dieser Gedanke, was man einmal losgetreten hat, kostet viel, viel mehr, als das zu verhindern. Der ist ja in der ganzen Medizin präsent, aber den haben wir jetzt nochmal neu kennengelernt. Ja, herzlichen Dank für die Einschätzung und auch nochmal, dass Sie hier bei uns sind heute. Dann machen wir jetzt den Schwenk in die nächste Runde. Ich begrüße ganz herzlich nochmal Frau Dr. Susanna Jacob von der WHO und Frau Dr. Monique Eloi von der Welttiergesundheitsorganisation. Frau Jacob startete ihre Karriere im ungarischen Gesundheitsministerium. Sie war dann Gründungsmitglied des Europäischen Center for Disease Control und nun in verschiedenen Positionen bei der WHO tätig, bis sie zuletzt vergangenes Jahr stellvertretende Generaldirektorin wurde. Herzlich willkommen nochmal. Frau Monique Eloi, Generaldirektorin der OIE, der Weltorganisation für Tiergesundheit, ist seit 30 Jahren sehr aktiv in ihrer beruflichen Laufbahn und hat sich immer wieder bewährt gemacht in Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit.
an der Schnittstelle zwischen menschlicher Gesundheit und Tiergesundheit. Herzlich willkommen. Ich freue mich jetzt, mit Ihnen in ein kleines Interview einzusteigen in den verbleibenden Minuten des ersten Teils unserer Veranstaltung. Und ich möchte auch direkt einsteigen mit einer Frage, jeweils die gleiche Frage an Sie beide. Frau Dr. Jacob, mit Ihnen würde ich gerne anfangen. Was bedeutet One Health für Sie, auch aus der Perspektive der WHO und Ihrer konkreten Arbeit? Sie haben 2 Minuten. Thank you very much. Good morning and thank you for inviting me. And I'm very honored to be part of this prestigious panel. And I'd like to thank the World Health Forum and also Germany as the EU presidency for putting this very important issue on the agenda. One Health today is really a critical issue because we want to prevent the next pandemic, which can have an even more devastation than what we have today. The One Health has no commonly agreed, sorry for this, it's the phone. The One Health has no commonly agreed definition. And therefore we can, one way of describing it is an approach to address the health threats at the human, animal and environment interface with the ultimate goal of achieving optimal health outcomes for both people and animals, as well as for the planet. And we have to address very complex issues here, like the antimicrobial resistance, like food safety, like the prevention of the next pandemics. And this cannot happen within one sector only. It needs a full collaboration of all the sectors. And therefore, it is very important that we learn from the present pandemic. We develop the concept of One Health. We build consensus around this concept. And we use it for the implementation of our robust and coordinated global health action. And this is what I would like to underline. And animal-human interface is key, but we have to put this into the context of the ecosystem in which we all live, both the humans and the animals. So it has to bring in also the environmental aspects and issues like deforestation, issues like climate change, like environmental protection, and also the pressures that we all put on the agriculture, on the land use and the agricultural practices, biodiversity and related topics. So One Health has to tackle all this together. Thank you. Vielen Dank, Dr. Jacob. Dann gehen wir direkt weiter zu Frau Eloy. Bitte, die gleiche Frage an Sie. Was bedeutet One Health für Sie und aus Ihrer Arbeitsperspektive heraus und auch aus der Organisationsperspektive heraus? Bitte. Thank you very much for the invitation. Also, it's a pleasure to share the floor with WHO because as it was already explained, now we work together for a long time. Well, I would like also to congratulate the previous speaker because I believe that they have perfectly demonstrated how human health is impacted by animal health. And therefore the link I do believe is very well known yet, perhaps not enough by the politician, but I do believe that we have all the scientific rationale to explain this One Health approach. But I would like to say that the One Health concept is also an opportunity to think about how to address health to another meaning. And I do believe that that is really a chance, and that is something that Dr. Tetreault said, that is a chance to think a little out of the box. That means that we have not only to address diseases, but we have really to think the programs through other approach, not only through medical expertise, but that is something that is, I do believe, obvious now that we have really to develop this multi-sectoral approach. That means bridges between several and various expertise and also bridges between partners. But I do believe that we should also highlight some other important things or requirement for efficient implementation of the One Health concept. And in addition to this
multisectorial approach, I do believe that we should also highlight the importance of the multilateralism, because that is also well demonstrated by the previous speaker. Disease don't have a border, therefore, any emergency preparedness should consider also this global or at least regional approach. Another important thing for me also is that we have to invest in health services, in veterinary health services, because I do believe that is really an illusion to develop global strategies on health or for controlling disease if the countries don't have the appropriate structure to implement those strategies. Therefore, really, we have to invest on that. And with WHO, we have similar methodology to assess the capabilities and the skills of the member countries to implement several strategies. And I do believe that is also something that we have to keep in mind. We need to invest in structure and not to provide support. Another thing also important for me, for one else, is education. Because what I learned yesterday is certainly not enough to deal or to address the challenge of tomorrow. Therefore, initial education is certainly very important, but continuous also training is very important, so that people who are on the field, medical doctors, veterinarians, paraprofessionals, are always well informed and trained on the current challenges, on the new tools to address disease. And therefore, any program such as the future WHO Academy or the OIE training platform, I do believe, is also an opportunity to provide such education and training to the health worker. We need to be, as I say, well trained. And the last issue I would like to very quickly highlight, that is only one word, innovation. We need also to invest in innovation, because we need diagnostic tools, we need new vaccine and so on, so that will be better prepared also and equipped to address animal disease. And that means that through innovation, we are really to develop and strengthen also the public partnership with different companies and particularly pharmaceutical companies. Up to you. Ja, ganz herzlichen Dank. Dann machen wir direkt weiter. Vielen Dank für diese breite Einschätzung zu One Health und Ihre Erfahrung, die Sie dort eingebracht haben. Ich würde jetzt noch mal gerne ganz konkret nachfragen an Sie beide. Es gibt ja die Tripartite, den Begriff haben wir jetzt heute schon öfters gehört. Wie arbeiten Sie denn da konkret zusammen? Können Sie uns das noch ein bisschen erläutern? Und wo geht die Reise auch hin jetzt nach Covid? Und zweite Frage, was konkret haben Ihre Organisationen denn jetzt, was machen Sie nach Covid anders? Und das vielleicht im Zusammenhang der Tripartite. Bitte, Dr. Jacob, Sie haben wieder zuerst das Wort. Ich glaube, Sie müssen sich an... Please unmute yourself. I'm sorry, yes. First of all, let me say that we are working very closely together with FAO and OIE, and in some instances also with UNEP on the environmental aspects of the work. And this work started about 10 years ago, or even more than 10 years ago. And then it was in 2010, and then in 2017, we gave it a new focus, a new vigor. We also signed a letter of a memorandum of understanding and a letter of exchange. And this means that we have tripartite secretariats that are coordinating the work. And these tripartite secretariats are very important because they can focus both on the day-to-day aspects of the work, they can focus on innovations and also new emerging threats. And for example, now the tripartite secretariat between the three of us is hosted by OIE, and they are focusing the work on about 14 strategic technical areas. We have also decided what should be the priorities of our work, and part of them, this is antimicrobial resistance, part of it disease-specific work or rabies-related issues. And
And the work in the antimicrobial resistance is coordinated here by WHO. So there are rotating secretariats, which is important, and we have to keep it and strengthen it. But I'd like to refer back to what Professor Mettenleier has said. And this is the fact that it is not enough to ensure the human-animal interface. It is quite important also to bring in the ecosystem-related issues and also to focus on the ecosystem in which humans and animals work. And therefore, already we started to engage UNEP into this work and some other organizations, but this needs to be further expanded. And maybe instead of the tripartite, we should extend it to quadripartite, as Professor Mettenleier said. It's not an easy word, not a good word, but this is what we need. And as we move forward with the response to COVID-19, it is not enough to build back. We have to go much further than just building back. And all these issues of the quadripartite collaboration has to be put in the forefront of our attention. And it is very important that we have a political commitment on this. And therefore, in our transformation process, we put a lot of attention to this under the leadership of Dr. Tedros. And we are working with the other colleagues, with the other organizations to renew the vision towards a very good close collaboration to ensure political commitment, to build consensus, and also to use it as part of the robust collaboration. And many issues have been raised by the previous speakers, like, for example, joint surveillance systems or training programs that we jointly develop are absolutely crucial. And we have to address these issues. And this is the time to get this right, because otherwise the next pandemic even will be even more devastating than the present pandemic if we are not properly prepared for this. Thank you. Back to you. Ganz herzlichen Dank. Und dann gebe ich direkt weiter an Madame Eloy. Thank you. Of course, I will not repeat what Suzanne already perfectly said about tripartite and how we work together. Therefore, I would like to just highlight some concrete examples on how we work together. Last April, the OIE published several recommendations and in particular guidelines for veterinary laboratories performing COVID-19 analysis on human samples. And of course, these guidelines have been developed with the support or in close collaboration with the WHO, because that was a contribution from the veterinary sector, because that is not an issue for animal health. So therefore, that was really a contribution for the veterinary sector to the human sector in order to have more laboratories able to perform and to make such analysis on a human sample. So that is one example. Now, currently, we are also working at the OIE to better identify the challenges linked to wildlife health. And of course, we have to work with WHO because we need also to know what are the most important concerns for human health, what kind of virus and potential zoonotic disease must be firstly controlled and therefore surveyed in wildlife. If not, we will have too large program. So therefore, we are in permanent contact in order to exchange information. And when the OIE invests in early detection or develop also guidance or guidelines for veterinary lab in order that they have all the information on the modalities for sampling, testing, reporting disease in animals, that is also with the perspective to share this information with WHO that they could also adjust their program according to the information on the trends in animal sector. Therefore, that is a very concrete example on how we work on a daily basis. Vielen Dank. Wir haben noch Zeit für eine letzte schnelle Frage an Sie beide, bevor wir dann zum Abschluss des ersten Teils kommen. Wenn Sie uns hier als Veranstalter BMZ und Charité heute einen Wunsch mit auf den Weg geben können oder eine To-Do-Liste, geben Sie uns doch dazu drei Stichworte. Was geben Sie uns heute mit?
Dr. Jacob. Bitte unmuten Sie sich. I'm sorry, I always make this mistake. That's fine. So first of all, we need a concept on which we build consensus. This is key. Second, we need political commitment to this concept because otherwise the implementation will suffer. And without political commitment, nothing moves forward. And thirdly, in this concept, I would like to encourage us to link both the animal and human health and the ecosystem part. So therefore, we have to consider this whole thing together because otherwise one health will not move forward. So concept with the three components, political commitment and consensus around it, and then full implementation, use this concept as the basis of our robust implementation across the globe. That's my three wishes. Ganz herzlichen Dank. Sehr, 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 sehr gut. Monique Eloi, bitte. Fortunately, I have more or less the same as Susanna and the way it showed. Therefore, I hope that people participating to in this webinar will understand that we speak with one voice. It's true that my first wish is that perhaps we discuss a little less on the One Health concept and more on its operationalization. Yeah. Therefore, it's really time now to stop to discuss on concept and that, but we are really to act and deliver. That is the first wish. Second wish is perhaps that considering that all the work already done, and of course, I know that we have to continue to improve our capabilities to deliver, but I do believe that according to the partnership already built and so on, I do believe that if tomorrow or in the coming days and months, national authorities or the UN system think again about perhaps a new approach of the governance of One Health, I do believe that they must consider that we have already done, despite perhaps some needed improvement. And the third wish is that please don't forget also the member countries. Without the countries, without their willingness, but also their capabilities for doing, we can discuss a lot at global level. We can organize many, many, many seminars, webinars, etc. But if member countries don't have the capabilities to implement the global strategy or the guidelines, we'll never save the issues we are facing with today. Vielen Dank. Ja, das waren gute Appelle und ich habe vor allen Dingen gehört, hören Sie auf, nur das Konzept zu diskutieren und fangen Sie an zu implementieren. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Appell auch an ein Bundesministerium wie das BMZ. Deswegen möchte ich gerne abschließend für diese letzte Runde hier auch noch mal eine schnelle Frage an unsere Frau parlamentarische Staatssekretärin Dr. Flachsbart richten. Was haben Sie jetzt heute hier gehört? Welche Aspekte sind besonders relevant auch für die weitere Arbeit hier bei uns im Ministerium? Ja, sehr herzlichen Dank. Zunächst darf ich mich natürlich sehr, sehr herzlich bei allen Expertinnen und Experten bedanken, die uns zur Verfügung standen heute Morgen in dieser Session. Ich habe mich auf dem politischen Weg, den wir jetzt begonnen haben, sehr bestärkt gefühlt. Ich habe verstanden, dass das politische Commitment unbedingt erforderlich ist, dass es tatsächlich auch eine Führung, einen politischen Willen bedarf, diese Frage ganz oben auf die Agenda zu platzieren. Ich glaube, das haben wir gezeigt mit der Umstrukturierung unseres Hauses und dem, was daraus folgt. Ich darf in dem Kontext nochmal sehr, sehr herzlich danken unserem wissenschaftlichen Beirat, den wir eingerichtet haben, den Professor Mettenleiter vorsitzt, wodurch wir tatsächlich uns sehr eng orientieren an dem Wissen von Expertinnen und Experten und nicht nur aus unserem politischen Bauch heraus handeln, also von daher beides Politik und Wissenschaft zusammengebunden haben.
Ich habe zum Zweiten verstanden, dass tatsächlich die transsektorale Zusammenarbeit das ist, worauf es in diesem Kontext wirklich ankommt. Viele arbeiten bislang schon für sich in ihren Silos, aber das macht letztendlich auf die Dauer keinen Sinn. Wir können die Größe der Problematik nur dann wirklich angehen, wenn wir über unsere Grenzen hinausgehen und aus anderen Disziplinen Wissen zusammenführen. Dritter Punkt hat mir sehr, sehr gut gefallen. Werdet endlich konkret, implementiert, geht letztendlich voran mit unseren Partnerländern zusammen. Das ist ohnehin klar. Wir sind ganz klar ein Ministerium, was Wert darauf legt, dass wir natürlich auf Augenhöhe arbeiten. Aber das ist sicherlich nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der führt mich dann last not least zu der Frage der Kommunikation. Vielen Dank, Herr Dr. Hirschhausen. Das hat uns nochmal sehr, sehr geholfen. Ich habe mir aufgeschrieben, jeder hat Recht auf eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten. Das ist etwas, was mir als Politikerin der Auseinandersetzung auch in meinem eigenen Wahlkreis hilft. Aber das ist auch etwas, was wir natürlich im Rahmen der internationalen Kommunikation möglicherweise noch mehr beherzigen müssen. Ich darf mich für den ersten Teil der Veranstaltung sehr, sehr herzlich bedanken und freue mich dann auf den zweiten Teil, in dem wir tatsächlich noch mal etwas mehr, als wir das bislang gemacht haben, über Implementierung sprechen im Rahmen unserer schnellen Experteneingreiftruppe Gesundheit. Herzlichen Dank an Sie alle. Ja, herzlichen Dank auch nochmal von meiner Seite und der schnelle Hinweis, dass wir jetzt eine Pause machen. Auch mein Dank an alle Experten und Expertinnen. Wir sehen uns wieder um 11 Uhr und haben dann nochmal 90 sehr spannende Minuten vor uns, auf die ich mich sehr freue. Bis später. Danke.